Ach, guck mal, wenn ich auf Start mache, dann fährt er bestimmt auch los. Möp, möp. Wunderprächtig. Es braucht Berlin aber noch ein bisschen ÖPNV, sonst kommen da nicht so viele Leute hin. An dem Bahnhof, das ist auch doof. Nee, ist schon mal falsch. Auch falsch, auch falsch, auch falsch. Nee, richtig. Berlin geht schon ein bisschen was größer an das Bahnhof. Oder? Machen wir den hin. Müssen wir nur gucken, wie wir ihn hinstellen, dass wir im Notfall noch ein paar Gleise da dran machen können. Wo wir gar nicht so viele Städte haben. Was waren das? 8 Städte, glaube ich, ne? Haben wir auf der Map. Selbst wenn wir sie alle mit Berlin verbinden. Elektrifiziert. Natürlich. So. Der jetzt beides hat der Tramlinie und Busspur, ja. Okay. Soll ich nur wissen, ob das funktioniert. Wo gehen wir denn einmal außen rum? Hier so ein bisschen in die Mitte wieder rein, ins Zentrum. Und hier außen rum, oder? Kann man so machen, ne? Ja. Ist das hier? Ach so, das ist das Autobahnkreuz. Okay. So, dann kommst du hier raus. Hier noch eine dazwischen. Ja, warum nicht? So, dann haben wir eine neue Linie. Und zwar von hier, dort, da. Berlin, Tram 1. So, schöne Sache. Hier stehen da schon ein paar Peoples. Das ist auch schon mal schick. Wie sieht das hier unten aus? In Bremen. Wartet auch schon jemand? Ja. Gut. Das heißt, das geht da langsam an. Langsam aber stetig. Was brauchen wir jetzt? Ein Tramdepot, nicht wahr? Depot. Tramdepot. Modernes LKW-Busdepot. Okay. Tankstelle, Verkaufsshop. Ja, da funktioniert tatsächlich nur das Vanilla wahrscheinlich für Trams. Aber wenn ich mich nicht recht
Komplett irre. Da müssten wir eigentlich Berliner Straßenbahn da irgendwo mit zwischen haben. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob die hier mit dabei ist. Mülheim, Oberhausen. Nee, die wird unter S-Bahn sein wahrscheinlich. Schade. Mirage. Halle, D-Wagen, R. Nehmen wir den. Berlin Tram 1 und Abflug. So, dann sollte das auch schon mal klappen. Schön. Ich gerade irgendwo ein ICE? Na, ne, da. Steigen wir doch mal kurz ein, gucken wir uns das alles an. Ah, bewegen können wir uns auch ein bisschen da drinnen, das ist auch schön. Sitzen wir ein bisschen hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da hinten kommt noch jemand, 12 Leute. 13. Ja, dann geht das doch langsam an. Sogar. Habe ich einen übersehen beim Zählen. Mal gucken, er wird bestimmt seine, was waren es, 250, 260. Spitzengeschwindigkeit wird er bestimmt nicht hinkriegen. Die kurze Strecke. Das wird er nicht schaffen, da hoch zu beschleunigen. Gegenteil, das sieht sogar recht genüsslich aus, was die da machen. Ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich habe Zeit. Na, also wirklich Gas gibt er nicht. Nee. Vielleicht kommt er mit etwas Glück auf 200. Nee, ach Quatsch. Weit nicht. 150, bisschen drüber. Muss das schon wieder runterbremsen. Schade eigentlich. Ja, 152 und dann muss er schon wieder abbremsen, damit er hier nicht mit Vollkaracho in den Bahnhof reinfliegt. So, 14 Leute, was nimmt er denn hier jetzt mit? Aber von innen sieht der Bahnhof schon geil aus hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, da hinten sind nochmal welche, 16, 17, 18, 19 ungefähr. Das heißt, langsam aber sicher füllt sich der Zug. Schön. Und neue Fahrzeuge haben wir. Ganzen IC-Busse. Sehr gut. Paar Lokomotiven dazu. Hübsch, hübsch. So, Lebensmittel kommen hier schon an. Die Stadt müsste eigentlich langsam anfangen zu wachsen mit 300. Jawohl. Was ist in Berlin los? Noch gar nichts, wa? Das stagniert. So, wollen wir dann mal gucken, ob wir nicht ein paar Lebensmittel
auch nach Berlin hochbekommen. Da könnte er eigentlich der Zug, der hier. Ach nee, kann er nicht. Kann er keine Lebensmittel transportieren. Das heißt, dann bräuchten wir. Na, ist ja Blödsinn. Wenn der Zug schon drauf ist, brauchen wir nicht einen zweiten Zug, der noch Lebensmittel aufhört. Da müssen wir dem andere Waggons geben. So. Rohmaterial und Lebensmittel hier hochbringt. Und dann bringen wir es von hier aus mit dem LKW nach Berlin rein, würde ich sagen. Hier. Wo wollt ihr denn die Lebensmittel haben? Hier. Das würde doch sogar ganz gut funktionieren. Haben wir hier gleich die Straßenanbindung, kommt der hier kurz rein, verteilt ein bisschen Lebensmittel und fährt wieder raus. Hier stehen auch ein paar Leute überall, das ist hübsch. Ja gut. So. Dann nehmen wir mal die Kleinen, die hier am Rande stehen. Und hier können wir euch ein bisschen größer um was nehmen. Das ist okay. Ah, passt aber nicht. Ja, warum kommt denn der dann nicht mit dem Bauernhof in Kontakt? Ach, kommt er doch. Muss er auch gar nicht mit dem Bauernhof, er muss ja nur mit dem Bahnhof in Kontakt kommen. Das ist ja wichtig. So, das heißt aber, wir müssen diesen Zug umbauen, Fahrzeug verwalten. Cargo. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht so viel abreißen müssen. Lebensmittel nimmt er erstmal mit. So. Und dann braucht er noch die Rohmaterialien. Wo war der? Wo war der? Ja, wo ist er denn? Da ist er. Nee, da. Genau. Ist er jetzt so lang? Jo, ist er. Zwei Waggons, also jeweils einen runter. Einer davon weg. Dann müsst ihr reinpassen. So, dann holen wir uns da hinten ein paar LKWs hin. Machen die Linie fertig. Und zwar von hier nach dort, nach dort, nach dort. Andere Farbe. Ich mag dieses helle Pink da nicht. Hautfarben. Das wäre dann Berlin Leben. Berlin. Berlin. Oh. Lebensmittel. LKW. Zack. Dann brauchen wir ein Straßenfahrzeugdepot. Das können wir uns hier auch mal nach Berlin reinstellen. Das werden wir später bestimmt auch noch brauchen. Ich denke mal, Berlin wird wahrscheinlich anfangen zu wachsen ohne Ende. Hoffe ich. Da kommen wir ja, da stellen wir hier mit direkt dran. Sind die beiden Depots nebeneinander? Das ist in Ordnung. Zack. Cargo. Was nehmen wir denn zum Anfang? MAN gleich.
Ja, ne? So lang ist der Weg auch nicht. Machen wir erstmal 4 Stück. Wie viel nehmen wir denn mit? Alle Güter. 32 Kapazität mal 5 wären 160. Das, denke ich, sollte passen. Berlin LKW. So. Dann müsste der Zug nämlich in der nächsten Runde schätzungsweise. Ah, jetzt passt er gerade so rein. Also können wir so lassen. So ist es legitim. Müsste er schätzungsweise in der nächsten Runde direkt Lebensmittel für Berlin mitnehmen. Produktion 100%. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr Rohmaterial rankriegen. Wie viel macht ihr denn im Moment? Ja, 100 Einheiten im Endeffekt. Bremen braucht 77. Und Berlin braucht 35. Da sind wir schon auf 112. Wenn aber nur 100 bastelt, ist das ein bisschen doof. Tienchen wollen wir ja auch noch mit. Neutienchen wollen wir auch noch mit anschließen. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn? Hier ganz unten haben wir noch Bauernhöfe. Und ihn hier. So, wie kommen wir denn da am besten hin? Oder haben wir hier hinten noch irgendwo eine Lebensmittelfabrik? Nee, ne? Nee. Gut, das heißt aber, wir müssten das Ding hier einmal ein bisschen ausbauen. Quatsch. Wo will ich denn überhaupt hin? Stimmt ja gar nicht. Das ist ja hier hin. Da können wir auch einen von den drei nehmen. Ohne Probleme. Wo können wir hier rein? Auf 1 und 2. 1 und 2 sind nicht belegt. Richtig, das heißt, wir müssen auf 3 und 4. Dann gehen wir mit ihm mal auf die 3. Oder gehen wir mit ihm auf die 3? Könnte man natürlich auch machen, dass wir sagen, wir schließen direkt hier den Bahnhof an. Und ziehen dann aber nur geradeaus. Ja. Natürlich auch nur, wenn wir da rüberkommen. Ja. Werden wir gleich sehen. Schauen wir doch mal. Gebäude. Wir wollen einen Güterbahnhof. Wir nehmen am allerblödesten ihn hier, würde ich sagen. Und zwar mit einem Gleis. Das reicht. 320 Meter Hochgeschwindigkeit. So, da kommt wieder ein ganzer Sprung an Fahrzeugen. Spitzenlicht oben. Spitzenlicht Mitte. Deutz. Ach, guckt euch das an. Das hört nicht auf. Hui. Stellen wir sie so hin. Haben wir ein Feld weniger, aber das macht den Bären jetzt nicht fett. Gebäude, nein, Gleise. Ne, 400 km/h brauchen wir hierfür auch wieder nicht und wir machen mal Paralleltracks an. So, 160er und Abflug. Parallel hast du Gott. Warum macht er... Das ist seltsam. Na komm, wo bist du? Auch erstmal ganz im Bäume abreißen hier, oder was?
So. Wir sind eigentlich nur fast nur geradeaus. Hier macht er wieder zwei Gleise jetzt auf einmal. Ja, ist schon einer. So, kommen wir da drüber. Da drüber kommen wir. Das ist gut. Schaffen wir das Ganze auch. Moment, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Bevor ich wieder irgendeine Mod anklicke und das Spiel abrasselt. Das sieht auch ganz gut aus. Kriegen wir dich ein bisschen höher. Dass hier auch noch Platz ist, dass Schiffe durchkommen. Kriegen wir. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, kriegen wir nicht. Kommt er jetzt nicht mehr rüber, aber doch kommt er doch. Oh, ganz Spaß ein bisschen höher. Aber Schiffe kommen trotzdem nicht runter durch. Das ist doof. Brauchen wir hier Schiffe? Ja, Berlin. Nach Neutrinchen wäre vielleicht ganz hübsch. Nee, ist unterbrochen. Schade. Brückenpfeiler-Kollision, warum? Kommen wir jetzt nicht rüber. Aber hier kommen wir auch rüber. Du gehst mal bitte wieder raus. Bau nicht möglich.
So. Haben wir es doch. So, das funktioniert oder würde funktionieren. Das funktioniert leider nein. Kreuzung. Halt, wir müssen da hinten erstmal. Ach. Erstmal hier rüberkommen. So. Haben wir noch unterbrochen die Linie? Nein. Gut. Kann ja mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, alles ein bisschen bunter machen. Off. Machen wir den noch davor als Ausgangssignal. Hier geht der ganze Spaß zurück. Bis hierhin. Puff. So. Hier steht jetzt schon was für Berlin. Nein. Warum nicht? Hier kommt doch noch nichts an. Kannst doch jetzt Lebensmittel mitnehmen. Oder bin ich jetzt falsch? Die nehmen doch Lebensmittel mit. Ja. Ah. So, hier abschmeißen. Die beiden sind verbunden. Und die fahren die Lebensmittel dann da rein. Die LKWs, die MAN, die nehmen ja auch alle Waren mit. Hopp, du. Alle Güter. Also eigentlich müsste es funktionieren. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's